Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallo Alex. Hallo Markus. Um was geht's denn heute bei uns? Tja, heute wollen wir uns mal mit AllNet-Flats beschäftigen. Da denkt jetzt vielleicht jeder, oh, das ist vielleicht gar nicht mehr so ein spannendes Thema, aber wir werden ein paar spannende Sachen heute diskutieren, die manche Leute da übersehen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt unseren Tarifvergleich mal wieder aktualisiert bei teltarif.de, deswegen machen wir auch heute diesen Podcast. Und wir wollen auch mal ein bisschen drüber sprechen, was denn in AllNet-Flats nicht enthalten ist. Man denkt ja immer, die AllNet-Flat ist so ein Sorglos-Tarif, wo alles drin ist und man kann einfach da hemmungslos telefonieren. Aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die da nicht mit drin sind und da wollen wir uns heute mal ein paar Sachen angucken. Aber ich bin gespannt. Ja. Also Sonderrufnummern und so ist mir natürlich klar, genau. Vielleicht natürlich nicht jedem Leser. Genau. Und weil, Hörer in dem Fall. Genau. Und weil wir dazu nämlich öfters auch mal Anfragen im Leserservice haben, deswegen wollten wir heute da mal drauf zu sprechen kommen. Aber zuerst wollten wir ja nochmal auf unseren Tarifvergleich bei teltarif.de verweisen. Und da wird man nämlich dann feststellen, dass jetzt verglichen mit den damaligen Preisen kostet mittlerweile die günstigste AllNet-Flat in Deutschland 4 Euro für 4 Wochen. Da ist jetzt kein mobiles Datenvolumen dabei. Da müsste man dann schon ein paar Euro noch mehr bezahlen, wenn man das möchte. Aber da sieht man mal, was für ein Preisverfall das AllNet-Flats in den letzten Jahren durchgemacht haben. Das sagen ja viele Mobilfunkprovider mittlerweile auch, Voice ist mittlerweile mehr oder weniger das Abfallprodukt und die Preise werden im Prinzip übers Datenvolumen gemacht. Ja, genau. Also richtig viel Geld verdienen tut man damit jetzt nicht mehr, sei das auch, sag ich mal, die ganzen Drillisch-Marken, auch die AllNet-Flats jetzt natürlich weit unter 10 Euro haben und andere natürlich auch. Also das ist ja mittlerweile bei allen, auch bei Freenet und sogar bei den Netzbetreibern ist ja die AllNet-Flat mittlerweile Standard. Auch bei Prepaid, da müssen wir ja sagen, da ist es noch nicht mal so lang her. Also du und ich, wir haben ja bis vor kurzem noch das auch gemeldet, dass es noch Prepaid-Einsteigertarife so für 5 Euro gab, die noch nicht die AllNet-Flat hatten, sondern nur 100 Minuten zum Beispiel. Das ist heute noch so. Wenn du jetzt Telekom Original, Magenta Mobil, Prepaid, SSOS, glaube ich, oder diesen Callyard Basic-Tarif für 4,99 in 4 Wochen, da hast du nur eine netzinterne Flatrate und halt besagte 100 Minuten /SMS. Genau, direkt bei den Netzbetreibern. Ich meine die jetzt genau. die Discounter, weil da haben jetzt nämlich im Sommer oder im Herbst dieses Jahres haben die letzten Discounter jetzt nämlich nachgezogen und alle so nach und nach umgestellt, dass die eben für 4,95 jetzt wirklich schon die AllNet-Flat auch drin haben. Da gab es doch im Sommer gab es doch bei Kaufland Mobil mal diesen Unfall, wo sie es kurzzeitig auf der Webseite hatten. Dann haben sich Leser bei uns gemeldet, so ja, das ist jetzt da inklusive. Dann haben wir es gemeldet, auf einmal war es dann wieder verschwunden, dann mussten wir nachfragen. Und aber später kam das dann wieder. Das war ja klar, dass es dann schon geplant war, aber dass es einfach nur zu früh kommuniziert wurde. Aber jetzt ist es bei den ganzen Discountern eigentlich auch mittlerweile üblich, dass man so für ungefähr 5 Euro mit einem kleinen Datenvolumen dann auch schon die AllNet-Flat bekommt. Ja, ist wirklich sehr günstig geworden, kann man nicht anders sagen. Mhm. Genau, Thema Sonderrufnummern hast du ja schon angesprochen. Das ist jetzt, finde ich, jetzt gar nicht so das schwierigste Thema. Wir wollten es aber hier im Podcast auf jeden Fall mal kurz anschneiden. Ja, das Schwierige ist da eher, was ist eine Sonderrufnummer? Genau. Es gibt ja immer noch die 032, die man vielleicht auf den ersten Blick, wenn man so verlängert, als eine ostdeutsche Vorwahl interpretieren könnte, gar nicht als Sonderrufnummer erkennen, als unbedarfter User, die ja bei der Telekom sogar, ich weiß gar nicht, ob es heute noch ist, wo die keine mehr anbieten, von der Telekom sogar zumindest im Festnetz wie ein Festnetzgespräch behandelt wird, von allen anderen Telefongesellschaften natürlich als Sonderrufnummer. Also insofern, was ist eigentlich eine Sonderrufnummer? Das muss man theoretisch sogar im Einzelfall, je nachdem, was es für eine Nummer ist, dann beim jeweiligen Anbieter in Tariftabellen noch überprüfen. Genau, da muss man in die Preisliste gucken. Und bei den 032 ist es so, dass wir zumindest mittlerweile eine Preisdeckelung haben. Wie du sagst, manche bieten das freiwillig an, dass sie das im Festnetz zum Beispiel in die Flatrate oder in die AllNet-Flat inkludieren. Aber ansonsten ist von der regulatorischen Vorgabe her so, dass es bei 032-Nummern nur einen Preisdeckel bei 9 Cent gibt. Also man darf nicht mehr als 9 Cent verlangen. Früher sind ja ganz andere Preise auch verlangt worden. Das sind ja diese VoIP-Nummern, wo man praktisch über Voice-over-IP dann ortsunabhängig telefonieren kann, obwohl das Ding, wie du sagst, wie eine Ortsnetzrufnummer aussieht. Und da ist die Verwechslungsgefahr nach wie vor gegeben. Und dann haben wir ja noch das zweite Beispiel. Jetzt können wir mal an unseren Kollegen Henning Geig denken, die 0700.
Der ist ja so ein Experte für die persönliche Rufnummer 0700. Der hat ja, die ist auch von der Telekom wie eine Festnetznummer behandelt worden. Immer zumindest im Festnetz. Im Mobilfunk weiß ich gar nicht. Nee, das glaube ich nicht. Also im Mobilfunk mit Sicherheit nicht. Und vor allem auch bei den anderen Providern und bei den Discountern ist die immer sehr hoch bepreist worden. Genau. Da gilt aber auch jetzt seit einiger Zeit dieser Kostendeckel bei 9 Cent. Aber das ist halt das, worauf wir mal hinweisen wollten. In Allnet-Flats sind die tatsächlich nicht enthalten. Also wenn man vom Mobilfunk aus telefoniert, muss man tatsächlich nachgucken, ob es vielleicht der Provider dann doch freiwillig macht, dass er die damit einschließt. Aber die meisten machen das jetzt nach unseren Recherchen nicht. Also tatsächlich werden da dann 9 Cent oder vielleicht auch ein bisschen weniger dafür verlangt, je nachdem, was der Provider dann kassiert. Ist halt eben auch mit ein Grund dafür, warum sich diese persönlichen Rufnummern nie so richtig durchgesetzt haben. Mhm. Weil ja da in grauer Vorzeit teilweise selbst höhere Gebühren als zum Mobilfunkanschluss berechnet wurden. Und wer soll die Kosten tragen als Anrufer? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also das macht eigentlich auch nur Sinn für jemand, der wirklich sehr viel unterwegs ist oder wirklich sehr viele Anschlüsse hat, die er alle auf einer Nummer irgendwie zusammenfassen will, weil das ganze Antragsverfahren bei der 0700 ist ja immer schon so umständlich. Du musst ja zuerst eine Nummer bei der BNetz A beantragen, dann musst du dir einen Provider suchen, der sie dann schaltet, und dann musst du dich dafür einen richtigen Tarif entscheiden, dann musst du die ganzen Umleitungen setzen, und also die ganze Verwaltung von so einer 0700er Nummer ist ja jetzt auch nicht ganz trivial. Gut, ich meine, solche Freaks wie wir, die kriegen das natürlich ohne Probleme hin. Aber ich glaube schon, dass viele Geschäftskunden, die sich sowas mal buchen wollten, dass die da vielleicht auch ein bisschen überfordert waren, das zu konfigurieren. Ist ja heute eigentlich auch nicht mehr so relevant, sage ich mal. Heute telefonieren die Leute über WhatsApp und Signal und über die ganzen Messenger. Und da muss man sich mit solchen Sachen dann gar keine Gedanken mehr machen. Vor allem auch nicht über die Kosten. Das ist richtig, ja. Genau. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, Auslandstelefonate. Hast du das schon mal erlebt, dass Leute gesagt haben, oh, ich habe von Deutschland mit dem Handy ins Ausland telefoniert und hinterher war das auf der Rechnung, aber ich habe gedacht, das ist EU-Roaming. Ja. Genau. Und selbst mir ist nicht immer klar, in welchem meiner Mobilfunkanschlüsse Gespräche ins Ausland inklusive sind. Es gibt welche, wo das tatsächlich der Fall ist. Aber da ich das so selten auch brauche, wann rufe ich mal im Ausland an? Daher merke ich mir das ehrlich gesagt auch nie. Mhm. Ja, und dass dann, wenn wir schon ins Streamen kommen, was kann mein Handyanschluss diesbezüglich? Mhm. Dann ist das natürlich für einen normalen User, der da nicht täglich mit befasst ist, der das einfach nur verwenden will, ist die Gefahr natürlich noch viel größer. Genau, die Telekom hat es ja in manchen Tarifen inklusive, Vodafone hat es bei Kolja jetzt auch bei manchen Tarifen drin, dass zumindest so ein paar Minuten-Kontingent genau ins Ausland inklusive ist. Aber ansonsten muss man das hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen, das ist eigentlich auch mit einer der Hauptgründe, warum wir diesen Podcast heute bringen. EU-Roaming und Auslandstelefonate sind zwei verschiedene Sachen. Also wenn ich von Deutschland mit dem Handy aus ins EU-Ausland telefoniere, das ist kein EU-Roaming. EU-Roaming ist nur, wenn ich mit dem Handy in einem europäischen Land bin und dort telefoniere. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Man denkt eigentlich, ja, wenn ich jetzt im Ausland bin, wird's teuer. Aber durch diese EU-Roaming-Regulierung ist es eigentlich sogar so, dass es im Ausland dann günstiger ist. Weil ich vom Ausland aus mit meiner Allnet-Flat in alle Länder der EU und auch nach Deutschland zum Pauschalpreis telefonieren kann. Wenn ich aber zu Hause sitze und ich telefoniere nach Österreich oder nach Polen oder nach Tschechien zum Beispiel, dann bezahle ich tatsächlich einen Minutenpreis, der aber inzwischen natürlich auch eine Obergrenze hat. Also da hat mittlerweile zumindest auch die EU einen Kostendeckel eingeführt. Aufpassen muss man, wenn man Wi-Fi-Calling im Ausland nutzt, also WLAN-Call, ja. Denn dann gilt, egal wo man ist, der Tarif, wie man telefoniert von Deutschland aus. Mhm. Das heißt, dann greift tatsächlich im EU-Ausland das teure Auslandsgespräch. Mhm. Ja, das genau. Ist dann, sagen wir mal, ich liege an der Côte d'Azur am Strand und bestelle abends im Restaurant einen Tisch, wenn ich das über die mobile Verbindung mache, über GSM, UMTS, wo im Ausland noch verfügbar, oder LTE, 5G-Telefonate sind noch in Kinderschuhen, dann ist das eben durch diese EU-Regulierung inkludiert. Mhm. Telefoniere ich aber über WLAN-Call, dann greift der teure, unter Umständen teure Tarif vom Deutschland in das jeweilige Nachbarland. Also da muss man auch aufpassen. Kann Vodafone-Kunden in der Regel nicht passieren. Für die ist WLAN-Call im Ausland defaultmäßig abgeschaltet. Gibt Ausnahmen, da funktioniert es dann komischerweise trotzdem.
Aber für Telekom-Kunden zum Beispiel ist das sogar eine ganz besondere Kostenfalle. Und zwar deshalb, weil die Telekom eigentlich eine ganz gute Lösung hat für WLAN-Call. Da ist es nämlich so, innerhalb Deutschlands wird WLAN-Call nur genutzt, wenn die mobile Verbindung schlecht oder gar nicht vorhanden ist. Ah, okay. Wenn du jetzt direkt neben dem Sender stehst, Vollausschlag, GSM oder LTE hast, dann greift gar kein WLAN-Call. Mhm. Im Ausland dreht sich das um. Im Ausland ist plötzlich WLAN-Call voreingestellt und wird auf jeden Fall verwendet, außer ich schalte es aktiv ab. Mhm. Oder ich habe halt gerade keine WLAN-Verbindung, dann ist es natürlich auch weg. Aber das ist eine Sache, die man auf jeden Fall auch beachten muss. Das kann natürlich sein, dass sie das deswegen machen, um da möglichst Interconnection-Gebühren irgendwie zu sparen, weil wenn der Kunde gerade im Hotel irgendwie ins Hotel WLAN angebucht ist und sowas, dann dürfte ja normalerweise für die Telekom kein Interconnect anfallen. Dann das stimmt. Schon, dann wird's ja direkt darüber. Aber es dann ist es ja halt je nachdem, wo man ist, für den Kunden auch von Vorteil. Genau. Du sitzt in Südafrika, du telefonierst nach Deutschland, ganz entspannt über WLAN im Rahmen deiner Allnet-Flat. Mhm. Ja, das wäre dann wieder ein Vorteil, muss man auch sagen. Man kann jetzt nicht generell sagen, der Kunde hat einen Nachteil. Und ich glaube, so oft wird es nicht vorkommen, dass du als Urlauber eben über WLAN-Call in dem jeweiligen Reiseland anrufst oder so. Mhm. Wahrscheinlich ruft man ja doch eher zu Hause an, ist alles in Ordnung oder man gratuliert zu irgendeinem Geburtstag oder wie auch immer. Das kann aber schon passieren. Also ich kann mich da auch an Leserfälle erinnern. Ich glaube, das war, als mal ein Leser irgendwie einen Autounfall im Ausland hatte, wo es dann glücklicherweise nur Blechschaden gab, aber wo der praktisch dann mehrfach mit der Versicherung telefonieren musste und hinterher dann festgestellt hat, weil er das natürlich alles vom Hotel aus dann gemacht hat. Er war ständig ins WLAN eingebucht und dadurch sind halt diese teuren Kosten dann zustande gekommen. Aber dafür haben wir auch bei uns auf teltarif.de eine umfangreiche Ratgeberseite, wo wir vor dieser Kostenfalle mit WLAN-Call im Ausland warnen. Mhm. Genau. Auch berücksichtigen muss man, was in der Allnet-Flat nicht unbedingt drin ist, sind Rufumleitungen. Mhm, genau. Bei der Telekom, bei Vodafone ist das in der Regel so. Bei O2 ist es nicht so. Ich glaube, da ist es so, dass das Netz intern auch kostenlos ist, aber in Fremdnetze, das war zumindest bis vor ein paar Jahren, wahrscheinlich ist es heute noch so, richtig teuer. Also ich glaube 29 Cent pro Minute oder so. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen O2-Anschluss auf mein, ich sag mal, Telekom-Festnetz umleite oder so, bloß nicht machen, wird richtig teuer. Für Telekom und Vodafone-Kunden ist es im Rahmen der Allnet-Flat inklusive und kostet nichts. Auch da gilt wieder, man muss beim jeweiligen Anbieter schauen, sind auch Rufumleitungen in der Allnet-Flatrate mit drin. Genau, und es ist ja noch gar nicht so lange her, dass Rufumleitungen sogar manchmal zur Mailbox noch kostenlos, noch kostenpflichtig waren. Das ist erst seit einigen Jahren so, dass die wirklich zur Mailbox auch kostenlos sind und auch von der Regulierung her kostenlos sein müssen. Aber ich kann mich da noch dran erinnern, wo ich vor 11, 12 Jahren bei teltarif.de angefangen habe. Da gab es noch ganz viele Tarife, wo dann die Rufumleitung zur Mailbox dann noch irgendwie mit 9 oder 19 oder sogar 29 Cent, wie du sagst, dann bepreist wurde. Aber wie gesagt, zu externen Nummern ist es tatsächlich bei vielen Providern und vor allem auch bei den Discountern ist es noch gang und gäbe, weil die können das jetzt nicht wie die Telekom oder die großen Netzbetreiber ihren Kunden schenken und deswegen gibt es da ganz oft auch noch Kosten für Anrufumleitungen, die halt, wenn man das, sage ich mal, dauerhaft eingerichtet hat und da nicht drauf achtet, das auch rechtzeitig wieder zu deaktivieren, dann kann das schon ordentlich auch ins Geld gehen. Also da kann man dann schon auch eine Überraschung dann auf der Rechnung erleben. Deswegen, also da muss man auch aufpassen, eine Allnet-Flat ist nicht eine Flatrate für alles. Mhm. Genau, du hast ja ganz am Anfang auch schon die Sonder- und Service-Rufnummern erwähnt. Das ist jetzt heutzutage nicht mehr ganz so ein starkes Thema. Wir waren ja da lange Zeit auch immer aktiv, dadurch, dass wir unser 080-Telefonbuch gepflegt haben oder von unseren Lesern haben pflegen lassen, als sehr viele Hotline-Nummern noch über eine 080-Nummer realisiert wurden. Ja. Die war natürlich auch nicht inklusive, aber mittlerweile ist da ja der Trend so, dass sehr viele Firmen wirklich auf eine Festnetznummer umgestellt haben und das gar nicht mehr mit so einer Rufnummer machen, weil sie halt gemerkt haben, auch dass das die Kunden dann abschreckt. Oder es werden zumindest beide Optionen angeboten. Das genau. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Festnetznummer und zusätzlich eine Sonderrufnummer. Genau, von daher gibt es zwar unser 080-Telefonbuch, auch sage ich mal ein bisschen aus Traditionsgründen, das gibt es immer noch, auch für die Firmen, die wirklich nur über eine 180-Nummer erreichbar sind, aber wirklich so stark relevant wie jetzt vor 8 bis 10 Jahren ist das nicht mehr. Also da hat sich wirklich auch was gebessert, muss man
muss man sagen, weil da natürlich auch die Preise inzwischen gedeckelt wurden. Also wie bei den ganzen anderen Rufnummern, die wir jetzt erwähnt haben, 032, 0700, ist es ja auch bei der 0180 so, dass man da nicht mehr so unmögliche Preise verlangen darf, wie es vor einigen Jahren noch der Fall war. Das ist richtig. Mhm. Haben wir noch was übersehen oder haben wir die Kostenfallen soweit durch? Ich glaube, das waren die wichtigsten. Also das Wichtigste, was ich halt erwähnen wollte, ist tatsächlich dieser Unterschied zwischen Auslandstelefonaten und Roaming, weil da immer noch Leute drauf reinfallen, die denken, wenn ich in Deutschland bin und von dort aus ins EU-Ausland telefoniere, gilt auch das EU-Roaming, aber das ist nicht der Fall. Und deswegen denke ich, haben wir jetzt so die wichtigsten Sachen ganz gut abgefrühstückt, dass wir das mal Tipp erwähnt haben. Für Leute, die tatsächlich hin und wieder mal von Deutschland ins Ausland telefonieren, ist vielleicht tatsächlich die Satellite-App von Zipgate, die ja in der Grundversion nichts kostet und trotzdem 100 Freiminuten pro Monat bietet. Das funktioniert nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch, und da funktioniert es eben auch von Deutschland ins Ausland, weil der Satellite-App ist es natürlich egal, von wo aus ich via Internet tatsächlich verbunden bin und die VoIP-Verbindung aufbaue. Und da kann ich natürlich dann tatsächlich diese 100 Freiminuten, die es jeden Monat gibt, auch für Auslandsgespräche nutzen. Sind viele Länder dabei, vielleicht ausgerechnet das, wo man hintelefonieren möchte, gerade nicht, aber hat mir zum Beispiel auch schon geholfen vor einer Urlaubsreise, wenn ich was mit einem Hotel im jeweiligen Land abklären wollte, dass man dann eben kurz ein paar Minuten darüber telefoniert hat. Genau, das sind ja mittlerweile auf jeden Fall über 60 Länder, ich glaube 62 oder 63, also da ist schon sehr viel mit dabei drin, wo man zumindest dann für diese 100 Minuten dann kostenlos anrufen kann. Und wenn einem das nicht reicht, hat man ja immer noch die Möglichkeit, dann diese Plus-Option bei Satellite zu buchen. Ich habe das bisher noch nicht ausprobiert, aber für jemanden, der wirklich sehr viel telefoniert und jetzt nicht über die üblichen Messenger telefonieren will, für den ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Ich habe das aber sogar schon auch bei Restaurants erlebt, dass die mittlerweile auch über WhatsApp erreichbar sind oder dass die auch die WhatsApp-Nummer dann direkt auf der Homepage posten, wo man dann auch zum Beispiel über WhatsApp dann einen Tisch reservieren kann oder halt da auch einen WhatsApp-Call machen kann. Und dann ist es natürlich jetzt von den Kosten nicht so ein Problem. Aber wie gesagt, die Satellite-App ist da auf jeden Fall eine sehr gute Erfindung für solche Sachen. Absolut. Ja. Ja, Alex, dann würde ich sagen, haben wir es soweit? Genau, haben wir die wichtigsten Sachen genannt. Dann danke ich dir und ich würde mal sagen, wir hören uns demnächst im Podcast wieder und lesen uns auf teltarif.de. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss. Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.